Muss ich als Arbeitnehmer eigentlich, wenn ich krank bin, von zu Hause arbeiten? Gerade in Zeiten von Homeoffice und jetzt auch aktuell bei den ganzen Varianten, wo man zwar wegen Corona nicht zur Arbeit kommen darf, aber wo man vielleicht jetzt nicht so extrem krank ist, stellt sich immer wieder die Frage, ob der Arbeitnehmer nicht verpflichtet ist, jetzt von zu Hause weiterzuarbeiten. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort darauf. Es gibt in Deutschland keine teilweise Arbeitsunfähigkeit oder eine Arbeitsunfähigkeit zu 20%. Nein, in Deutschland ist man arbeitsunfähig oder nicht arbeitsunfähig. Wenn man arbeitsunfähig ist, geht man zum Arzt, besorgt sich ein Attest und dann ist die Verpflichtung zur Arbeitsleistung suspendiert. Das bedeutet, man muss keine Arbeitsleistung erbringen. Ob man, um dem Arbeitgeber entgegenzukommen, da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal erreichbar ist und ein Passwort rausgibt oder irgendwie einen Hinweis gibt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. In Kleinbetrieben, wo kein Kündigungsschutzgesetz gilt, also unter 10 Arbeitnehmer, da ist das durchaus auch sinnvoll. Oder wenn man gerade erst angefangen hat, ja, wenn man da ein bisschen von seinem harten Standpunkt abrückt und dem Arbeitgeber ein bisschen entgegenkommt, weil man dann eben vielleicht nicht gekündigt wird. Also wenn man sich gegen die Kündigung im Extremfall nur schlecht werden könnte, dann muss man überlegen, dem Arbeitgeber entgegenzukommen. Verpflichtet dazu ist man allerdings nicht. Wenn dich solche Fragen und vor allen Dingen meine Antworten darauf interessieren, dann kannst du die Fragen gern in den Kommentaren unten hinterlassen und den Kanal abonnieren und dir dann deine Antworten dazu anschauen. Oder über die Kanalsuche findest du auch vieles schon. Wir haben hier schon sehr viele Videos auf dem Kanal. Gibt es, glaube ich, über 2700 Videos. Da ist vielleicht das eine oder andere für dich auch dabei. Ansonsten freue ich mich über Daumen hoch und gute Bewertungen.